Hallo, Bofrost zurück mit etwas mehr Domination Gameplay. Und ich habe mittlerweile den Karabiner freigeschalten. Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube nicht. Denn und ich habe natürlich die PP 2000. So viele Waffen, die es auf dieser Welt gibt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die PP 2000. Ich wollte sie euch ja noch kurz zeigen, bevor ich mit dem Karabiner weitermache. Lasst uns mal schnell hier A, B, C, B einnehmen. Nein. Immer diese Dachcamper. Das haben sie schlecht bedacht beim Map-Design, dieses Dach dahin zu stellen. Das ist so klar, dass die Leute da campen. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ach. Unter B. Bei A gespawnt. Könnt uns A auch, ja. Ich wollte euch etwas die Waffe zeigen. Weg mit dir. Jawohl. Oh, jawohl. Da muss ich noch ein Leben weiter mit der Waffe spielen. Um das Cobra-Visier zu zeigen. Die Waffe ist sehr gut. Die hat wenig Rückstoß, wie ihr gerade gesehen habt. Der Durchschlag ist nicht so gut, aber durch den geringen Rückstoß... Oh, shit. Eine Waffe. Oh, shit. Usas. The fucking hell. Was ist hier passiert? Wow! Ich habe schon gehört, dass es solche Waffen gibt auf den Maps verteilt. Die sind einfach nur abartig. Lass mal gucken. Brauch Gegner. Da. Oh, what the fuck ist hier passiert? Holy shit. Ich muss gerade kurz das Rotpunktvisier draufpacken. Ja, ich habe gehört, dass es Special-Waffen auf jeder Map gibt. Die irgendwie ultra abartig gibt. Zum Beispiel Scharfschützengewehre ohne Rückstoß und anscheinend eine Usas mit Explosionskugeln oder sowas. Dann ist es auch Dragon's Breath Munition. Gegner. Holy shit. Das ist eine gute Waffe. Lass nochmal gucken. Geh nochmal. Oh, da hinten sind Gegner tatsächlich. Weg mit dir. Oh, wer schießt denn da auf mich? Nein! Ich hab den Cap, Da hinten! Ich hasse es, wenn man nicht sieht, wo muss ich herschießen. Und die Minimap in Battlefield an sich finde ich sehr, sehr schlecht. Man kann recht wenig erkennen, finde ich. Na, Gegner. Ach, Gegner. Oh, Gottes Willen. Was denn? Der war doch die ganze Zeit hinter dem scheiß Truck. Wie konnte der denn überhaupt mich sehen? Geschweige denn treffen. Oh, da ist ein Gegner. Naja, okay. Da habe ich schlechte Karten. Der ist auf dem Dach. 100% ist der auf dem Dach. Ich hab's gewusst, der ist auf dem Dach. Na? Okay, dann gehe ich mal zu C. Nein, C haben wir schon. Hä? Wo ist er hin? Oh, Granate. Wow, wow. 15 Health, 15 Health. Wo? Wo? Ach, komm schon oben wieder. Ich hasse es. Dieses Dach ist so ein Arschfick jetzt, um es deutlich zu sagen. Man kann überhaupt nicht gemütlich hier im Spielen. Hat nichts mit leicht oder schwer zu tun oder so ein Scheiß, aber Bam, da hast du es davon. Das ist einfach nicht so schön. Wechsle ich wieder zu meinem Karabiner. Der gefällt mir noch besser. Wo ist er denn? Dieser Chat ist voll im Weg. Karabiner hier. AK-5C heißt sie, genau. AK-5C. Ich habe keine Ahnung. Ein AK ist es nicht. Sieht eher aus wie eine, ich weiß nicht, irgendein MP. Aber was kenne ich mich denn schon mit Waffenkunde aus? Überhaupt nicht. Du störst. Da hinten schießt es. Da hinten. Ich brauche noch ein paar Kills. Letzte Runde habe ich genug Kills gemacht. Habe ich den noch? Den habe ich noch! Verdammt, ich habe gedacht, ich kriege den noch hin. Vielleicht kriege ich noch genug Punkte, genug Kills zusammen, damit ich hier auch das Rotpunktvisier drauf kriege, weil Kim und Con ist bei der Waffe suboptimal, verbraucht zu viel Platz auf dem Bildschirm.
Ich nehme an, das dann. Wow. Wow, was ist hier gerade los? No! No! Er hat einen Kontermesserangriff gemacht. Verdammt! Das ist mir auch schon einmal passiert. Wenn man rechtzeitig zurückguckt, bekommt man eine Messeranimation, aber man kann sich wehren. Und ich glaube, dagegen kann sich der Gegner nicht schützen. Oh nein! Die Runde ist vorbei und ich habe noch keinen roten Punkt hier für den Karabiner. Was tue ich nur? No! Oh, ihr habt die USAs gesehen. Eine üble Waffe. Was ist denn da los? Liegt eine USAs mitten im Ding mit Explosionsmunition oder sowas. Wunderbar. Ihr habt gesehen, der Karabiner ist deutlich besser als die... PDW am Anfang, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich vergesse die Namen der Waffen so schnell. Was habe ich? 10-10. Besser wie letzt. Ja. Wenn ich nicht aufnehme, bin ich noch besser, aber ich brauche es nicht nochmal zu erwähnen. Also, naja, demnächst gibt es vielleicht wieder ein Conquest-Videöchen von mir. Also, bis demnächst. Hehe, nur für meine Ehre. Hier, ein Spiel danach. 19 zu 14 Kills. Und ich bin der Best Engineer von der Partie. Nur so, nebenbei.